Was geht ab und willkommen zu einem neuen Arena-Vlog. Heute geht's wieder zu den Kölner Haien in die Lanxess-Arena. Die spielen gegen die Eisbären aus Berlin. Der Meister letzten Jahres ist zu Gast und dieses Jahr machen die nicht so den soliden Eindruck. Da ist auf jeden Fall was drin für uns, glaube ich. Und ich nehme euch natürlich wieder mit und ich habe meinen Bruder wieder dabei. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel so wird. Heimspiele waren bis jetzt ganz geil bei den Kölnern und da ist heute hoffentlich keine Ausnahme. Wir fahren jetzt los in meinem neuen alten Möss. Hoffentlich kommen wir da auch an. So, wir sind da. Diesmal bin ich im Dynamo Essen West-Trikot unterwegs. Und mein Bruder hat das Kölner Haie-Trikot. Dann gehen wir mal rein. Diesmal im Oberrang. Ich will euch natürlich so viele Eindrücke wie möglich bieten. Nicht einfach, weil die Tickets billiger sind. Hust, hust. So, hier nochmal der Blick von den Sitzen aus. Im Oberrang diesmal, aber immer noch geiler Blick aufs Eis. Was ich noch sagen wollte, wenn euch die Videos gefallen und ihr gerne mehr Videos haben wollt, mehr Stadion-Vlogs aus verschiedenen Stadien, in Hamburg, in Köln oder auch woanders, dann lasst doch ein Abo da. 90% der Leute, die die Videos schauen, sind nicht abonniert. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Abo und lese auch jeden Kommentar. Vielen Dank fürs Kommentieren. Danke. Unsere Gegner aus Berlin sind auch da. Mit der Nummer 57, Brady Austin. Die 10, John Matsumoto. Die Haie mit 4 Feldspielern, Berlin komplett. Berlin, Powerplay. Nach Matschen und Tor raus. 2-0 Berlin. Ach du Scheiße. Geht aber auch viel zu einfach. Die kommen einmal nach vorne, der ist auch drin. Köln spielt ja nicht mal Scheiße. Aber wenn jeder Schuss drin ist, dann machst du nicht viel drauf.
Strafe. Das war so klar. Er so eine dämliche Scheiße. Ist dabei zurückzukommen und dann kriegst du so eine Strafe. Ich weiß nicht warum. Dann lass ihn doch laufen. Lass ja immer noch ein Torwart hinten drin. Das war so klar. Du kommst zurück und dann sowas. Erste Drehung, 1 zu 3 aus Kölner Sicht. Für den Arsch, könnte man sagen. Das war jetzt der zweite Konter dieser Art. 1 auf 0 passiert uns zu oft. Das geht so einfach. Damit ist der Ofen wohl aus. Ja, 5-1. Für mich ist Köln nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Aber bei denen geht halt jeder Schuss rein. Alles, was auf unser Tor kommt, ist auch drin. Jetzt gib doch mal Gas, komm. Wir bedanken uns bei 14.162 Zuschauern. Vielen Dank. Mein Gott, kann nicht mal einer einfach reingehen auf den Boden. Powerplay, Zeit für ein Wunder.
8 Minuten noch Zeit. Alle Zeit der Welt. Das war's dann wohl. Fast noch zurückgekommen. Zweites Empty Net. 7-3. Vorbei. Wir sind absolut rutschen gegangen, Reise nach Jerusalem gekriegt. Aua. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich werde mir jetzt dran setzen, den Vlog zu schneiden. Und vielleicht lade ich noch heute Nacht hoch oder heute Abend, wie auch immer. Und ja, zum Spiel. Für mich hat nicht die bessere spielerische Mannschaft gewonnen, ganz klar. 7-3 ist auch deutlich zu hoch für mich, für meine Begriffe. München hat mit jeder Chance ein Tor gemacht, also hat für mich die abgezocktere Mannschaft gewonnen, nicht die bessere. Aber so ist Eishockey. Und im nächsten Spiel werden wir dann sehen, ob wir wieder zurückkommen. Aber ich denke schon, sollte machbar sein. Stimmung war heute relativ schlecht, muss ich sagen. Also von Anfang an war die Stimmung nicht so geil wie sonst. Weiß nicht, woran es lag. Waren eigentlich 14.000 da, also hätte besser sein können. Das war so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten war es ein okayes Eishockeyspiel. 7-3 zu hoch. Aber so ist Eishockey nun mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ich sehe euch im nächsten.